Das ist ganz gut. So. Und wir hätten ja jetzt noch ein Steinbruch, wenn ich das richtig sehe. Also ein Steinmetz hätten wir noch, genau. Dann sollten wir vielleicht auch noch einen Steinbruch bauen. Dass wir wirklich zügig vorankommen an der Stelle hier. Ich würde auch gerne noch eine Baracke bauen. Hier oder hier. Wenn ich sie hier baue, habe ich den guten Platz für den Steinbruch verschenkt. Auf der anderen Seite wird die Baracke hier wahrscheinlich uns schönes Gebiet dazu geben. Bauen wir erstmal hier eine Baracke. Wo schließt man die jetzt an? Hier unten. Das war ein bisschen umständlicher Weg, aber ich möchte jetzt nicht noch mehr hier den Bauern rein spielen mit irgendwelchen Wegen. Und noch mehr Potenzial verschenken jetzt am Anfang. Lassen wir das erstmal so. Wie sieht es hier unten mit der Baracke aus? Die ist noch im Bau. Und hier ist schon das erste Gebirge. Genau da müssen wir jetzt auch hin. Und das erstmal besetzen. Gut. Gut, gut. Wie sieht es sonst so aus? 6 Bretter, 26 Steine. Ich hoffe, die Fischerhütte kann uns hier ein bisschen weiterhelfen. Und dann kann man sich ja tatsächlich überlegen, hier oben die Eselszucht hinzubauen. Ich meine, wir haben immer noch kein Getreide oder sowas. Aber er hat 2 Felder sogar. Wahnsinn. Und vielleicht, wenn der Holzfäller das schafft, hier noch ein bisschen die Bäume wegzunehmen. Weil die geht jetzt erstmal hier rüber, okay. War jetzt nicht unbedingt so mein großer Plan, aber gut. Aber wir könnten hier noch einen Bauernhof hinbauen. Weil, ich meine, der Holzfäller wird da nicht ewig stehen. Und die Baracke stört eigentlich da nicht mehr wirklich. Da kann man das ja eigentlich mal machen. Hierhin, hierhin. Ich baue es mal hierhin, weil... Ne, ich baue es hierhin. Weil wahrscheinlich, wenn wir hier nicht die Möglichkeit haben, noch was zu bauen, also baue ich es hierhin, dass wir das ein bisschen enger stellen auch. So. Machen wir das dahin. Und dann sollten wir langsam aber sicher auch mal das Hafengebäude anschließen. Aber oh ja. Sehr gut. Hier habe ich es jetzt verpasst. Aber die Münze geht dann auch direkt wieder zurück. Gut. Dann arbeiten wir uns mal weiter vor. Jetzt blöd. Dann baue ich halt erstmal hier die Baracke. Und dann gehen wir halt hier weiter. Aber wir müssen erstmal sehen, dass wir jetzt wirklich den Berg einnehmen können. So, Militärgebäude ist besetzt. Ja, wunderbar, haben wir gesehen. Wie sieht es hier drüben aus? Also das Baumaterial ist auf jeden Fall schon da gewesen, deshalb ein bisschen drauf achten. Ja, so, gut, dann kann ich ja jetzt mal hier drüber nachdenken. Wo können wir denn hier den Weg lang führen? Erstmal so grundsätzlich. Hilft mir nicht. Hier müssten auch erstmal die Bäume weg. Damit wir wirklich sauber hier rüber auch an die Hauptstraße kommen. Oder wir bauen den Weg nach oben, geht aber auch nicht. Nee, wir kommen da nicht hin. Dann eben noch ein Holzfäller. Ich meine, schaden wird es uns nicht. Hier baue ich aber, glaube ich, eine Fischerhütte. Erstmal. So. Und dann bauen wir hier jetzt noch einen Holzfäller hin. Oder lieber hier drüben.
Hier wäre vielleicht auch... Naja, aber wir wollen ja hier das weg haben. Nee, wir bauen mal hier den Holzfäller. So. Ja, und hier ist auch noch so ein kleinerer Berg. Aber mit der Baracke sollte das doch funktionieren. So, hier erstmal ausschalten. Der Soldat kommt und die Goldmünze wahrscheinlich... Ach, die liegt da oben. Sehr gut. Dann kann ich das ja abreißen. Und das. Und die Nachricht löschen. So, sehr gut. Na, und für den wird auch schon mehr Platz hier. Also man merkt das, wie sich das so langsam entwickelt. Wie sieht das eigentlich insgesamt aus? Getreide ist aber noch gar nichts bei rausgekommen. Oder zumindest ist noch nichts im Hauptquartier gelandet. Weil wenn sich das da erstmal so ein bisschen angesammelt hat, können wir wirklich drüber nachdenken, so langsam eine Eselszucht erstmal aufzubauen. Und dann läuft ja auch hier das Ganze ein bisschen zügiger. Dass halt solche Staus hier nicht mehr unbedingt so entstehen. Ich glaube, hier oben wird es jetzt langsam Zeit, wirklich mal das Forsthaus zu bauen. Deshalb mache ich das jetzt auch mal. Hier oben hin. In die Ecke. Der Weg wird ja sowieso wieder abgerissen, von daher ist das erstmal irrelevant, wie der läuft. Aber da sollten doch dann die beiden Holzfäller hier eigentlich ausreichend zu tun haben. Da läuft das schon. Gut. Ich meine, bisher sieht es ganz gut aus. Aber ihr seht schon, die Bretter... ist eigentlich immer gerade so viel da, wie wir auch verbrauchen bisher. Sieht es da noch zumindest so aus, dass es flüssig läuft. Aber ich fürchte, das wird dann irgendwann kippen. Und deshalb brauchen wir noch eine zweite Produktionskette. Wo geht die Gold... Münze hin. Wo geht die Goldmünze hin? Ah, jetzt haben sie wieder reingepackt. Sehr gut. Erstmal losgelaufen damit. Ich habe schon gedacht, okay, ich habe irgendwas vergessen, aber das war noch so der letzte Befehl, der drinne war. Wenn das hier dann alles weg ist, kriegt man da garantiert einen Bauernhof unter. Dann war schon mal drei. Also wir sollten wirklich auch 8 bauen, wenn wir die Möglichkeit haben. Wir haben 8 Bauern, ohne jetzt noch zusätzlich irgendwelche Sensen herzustellen. Weil sowas haben wir, glaube ich, nicht. Nee, wir haben überhaupt gar nichts, was so werkzeugmäßig irgendwie ist. So, der Soldat ist jetzt aber fast da. Und dann können wir sicherlich die ersten Geologen mal losschicken. Und hier unten das sich mal anzuschauen. Heb. Auch wenn es noch nicht ganz reicht. So, hier reiße ich erstmal das ab. Bauen wir direkt hier eine Baracke. Geht nicht. Gut. Hier geht. Dann bauen wir sie hier hin und können die Fahne gleich nutzen, um mal hier 3 Geologen ranzuschaffen. Gut. Wunderbar. So, den Bauplatz reserviere ich mir jetzt schon mal für den Bauernhof. Und dann... das doch erstmal. Genau, nur dass das Holz... Ah, wohl, jetzt haben wir schon wieder 2 Bretter, also... Ich denke mal, irgendwann werden wir sowieso wieder Überschuss haben, aber wir brauchen auch noch Schiffe. Und deshalb ist das dann immer so eine Sache. Das wird dann schon ganz schön ordentlich verbraucht, auch das Holz. So, der Fischer beginnt hier zu arbeiten.
So, und der Holzfäller rennt natürlich hier rüber, wo er doch einen Baum direkt vor der Nase hat. Unklar. Naja, irgendwann wird das schon raffen, was er machen soll. Und dann kann man nämlich das Hauptquartier, also das Hafengebäude, hier anbinden. Und hätten da erstmal eine ganz gute Strecke. Ich meine, man kann dann auch überlegen, ob man nochmal hier hoch irgendwie geht. Dass wir von mehreren Seiten aus da rankommen. Wäre wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Aber jetzt erstmal bleibt das so. Jawohl. So, die Steinbrüche arbeiten fleißig sich vorwärts. Was haben wir hier? Eisen gefunden. Okay. Also der Grundstock ist damit dann schon mal gelegt. Die Frage ist jetzt nur, wo wir die Industrie hinbauen, weil irgendwo hier wird der Gegner kommen. Und eigentlich sollten wir die Industrie nicht unbedingt an die Grenze legen. Das wäre, glaube ich, unvorteilhaft, wenn er tatsächlich ein paar von unseren Militärgebäuden einnehmen kann. Das kann durchaus passieren. Dann sollten wir nicht wirklich dann direkt dort auch unsere Schwerindustrie liegen haben, weil dann ja, haben wir uns ja da selber irgendwie erstmal ins Ausgeschossen. Wasser gefunden interessiert niemanden. Wie sieht das jetzt eigentlich insgesamt so aus? 3 Getreide. Ist ja jetzt noch nicht so viel, aber ist bisher auch nur ein Bauernhof. Aber immerhin, 58% ist ja nicht schlecht. Dafür, dass er doch recht eingeschränkt ist, sage ich mal, in seinem ganzen Tun. So, aber hier wird langsam wirklich gut Platz. So, schließen wir den an. Können den auch noch bauen. Der Bauernhof ist wahrscheinlich so gut wie fertig und sollte seine Materialien alle haben. Und hier wird auch schon gut Platz geräumt. Das heißt, da sollte die Produktion eigentlich gut anlaufen. So, wie sieht es denn aus mit den Fischerhütten? Die laufen eigentlich. Fisch haben wir jetzt auch mittlerweile 12 Stück. Gut. Dann kann ich auch mal in die Verteilung. Und ja, Granitbergwerke haben wir nicht. Machen wir das erstmal voll. Das dann auch voll. Haben wir zwar auch alles bisher nicht, aber wir planen ja voraus. So, Schmiede. Oh, Baustellen ist das okay, aber hier können wir alles voll machen. Wasser hat man sowieso in den meisten Fällen einfach viel zu viel. So, schwupps. Dann haben wir das schon mal fertig, damit dann auch wirklich hier die ersten Eisenminen, die wir hoffentlich bald bauen, auch ordentlich funktionieren. Ist nur die Frage, wo wir das ganze Zeug hinbauen. Weil ich möchte jetzt nicht unbedingt den ganzen schönen Platz, den wir auch hier so haben, der Industrie schenken. Auch wenn es wahrscheinlich sinnvoll wäre. Wenn ich von hier aus jetzt so eine Straße baue. Hier hin. Und dann hier so hoch, dass wir da so ein bisschen die Gebäude hinbauen können. Was ist denn mit dem Holzfäller los? Oh, ich fürchte, ich habe da ein bisschen zu spät das Forsthaus gebaut. Weil die Dinge kann man die nicht abfällen oder was? Das ist natürlich doof. Aber wir haben genügend Holzfäller noch anderswo stehen, dass das Sägewerk erstmal ausreichend versorgt ist trotzdem und die Bretter weiter kommen, bis das Forsthaus hier das Ganze wieder aufgestockt hat. Dabei fällt mir ein, wir können mal hier den ganzen Weg und so abreißen. Ah ja, jetzt sollte doch hier zum Beispiel der Baum schon gefällt werden können, oder?